Der Berg ruft und der i50 LE ruft auch. Andreas, mal rein. i50 LE, muss ich da im Lotto gewonnen haben? Nee. Aber es würde helfen. Nee. Ja, also helfen tut ein Lottogewinn ganz sicher. So ein E-Line E50 ist schon noch irgendwo im Bereich des Machbaren, natürlich. Was ist machbar? So 150? Ja, da ist ja schon noch ein Quäntchen drüber. Wenn wir den ein bisschen ausstatten, geht der sicherlich so an die 170, 180. Kommt auch noch ein bisschen drauf an, welches Chassis wir wählen. Der steht jetzt hier auf Fiat Alco. Das gleiche gibt es dann auch nochmal mit Mercedes. Aber so in der Richtung ist man dann auch unterwegs, ja. So, ich lese mal, was das Marketing erfunden hat. Die Krönung der Carthago Liner-Klasse, mehr Komfort, mehr Autarkie, mehr Unabhängigkeit. Das ist jetzt E-Line, ist das wie bei Mercedes? E ist besser wie C? Ja, genau so vergleiche ich das auch immer. Ich sag mal, der E-Line ist in der Hierarchie über dem C-Line und bei Mercedes kennt man ja die Typenbezeichnung C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse und so weiter und dann kommt der S-Plus bei uns halt wie dann die S-Klasse halt so dementsprechend ist. Ja. So, das Ganze ist eine Anschaffung für die nächsten 10, 15 Jahre. Jetzt werden viele Leute sich fragen, naja, wie ist das mit dem Diesel? Wird es das noch geben? Die Diskussionen kommen meistens von denen, die eh keins kaufen wollen und den Leuten das vielleicht ein bisschen madig machen wollen. Was denkst du, wird es Diesel noch geben in 5 Jahren? Schön, wie, ich sag mal, aggressiv du da gerade unterwegs bist, aber du hast vollkommen recht. Die meisten Einträge in den Foren, die dann so kommen oder unter den YouTube-Kommentaren, sind dann wirklich von den Leuten, die keinen kaufen. Seid mal froh, dass es bald noch Diesel gibt oder so. Ja, ja, genau so ist es auch. Also ich glaube, der Herr Lindner hat sich ja auch dafür stark gemacht, dass E-Mobilität nicht die absolute Weisheit ist, um alle Probleme auf der Welt zu lösen. Auch wenn ich selber elektrisch unterwegs bin, ist sicherlich die Lösung, die Verbrennungsmotoren schadstofffrei zu machen, beispielsweise durch synthetische Kraftstoffe. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Motorenentwickler wahrscheinlich schon seit 3 oder 4 Jahren genau so etwas in der Hinterhand haben und die Motoren schon so ausgelegt sind, dass wenn es synthetische Kraftstoffe gibt, dass die auch damit umgehen können. Da bin ich mir 100% sicher. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass im Reisemobil, deswegen ist ja auch diese 4,25 Tonnen Diskussion entfacht, dass da alternative Antriebe zum Vorschein kommen. Gerade diese Woche kam so ein elektrischer Sprinter bei unserem Hof gefahren von einem Paketdienst. Voll elektrisches Reisemobil, weiß ich jetzt, kann ich mir im Moment erstmal noch nicht vorstellen, aber sicherlich in der Hybridtechnologie oder sowas. Ja, viel Wasserstoff, hilft viel. Irgendwie sowas. Viel hilft viel. Also gerade Wasserstoff, das sind ja auch Brennstoffzellen meistens im Einsatz, die das Ganze nochmal umwandeln. Da sind wir so viele Jahre, wirklich, man muss mal echt mal sagen, dieses Gequatsche, da kann man echt mal nicht mehr zuhören, da sind wir so viele Jahre weiter und ich weiß nicht, die Leute, die so ein Gequatsche dann in die Welt rufen oder eventuell potenzielle Käufer meinen, damit verunsichern zu müssen, ich habe kein Konto, wo ich sagen kann, so, jetzt buche ich nochmal zusätzliches Leben, weil ich habe jetzt auf die super Alternativenergie gewartet und in 10 Jahren ist die da, jetzt brauche ich mehr Lebenszeit, nochmal plus 10 Jahre, damit ich mit einem Reisemobil halt genießen kann. Ey, ich lebe jetzt, ja. Und wenn ich mir jetzt so ein Auto leisten kann und bin in einem Alter, wo ich noch richtig fit bin, dann kaufe ich mir das Fahrzeug nicht und vielleicht, wenn irgendwann mal irgendwas um die Ecke kommt, was vielleicht auch dann doch nicht kommt. Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie viele Fahrzeuge hast du, die 10 Jahre alt sind, die du in Zahlung nimmst, die über 100.000 Kilometer haben? Also, ich sag mal, leider zu wenig. Nein, ich meine jetzt, die Leute fahren ja gar nicht so viel. Das heißt, also wenn die Diskussion kommt... Ich sag mal, normalerweise LKW auf der Straße, ja, Gütertransport, ja. Der kriegt 600.000, 700.000 Kilometer in 3 Jahren. Ja. So, und die fahren in 10 Jahren keine 60.000. Das ist doch die Wahrheit. Ich hatte jetzt ein Fahrzeug angekauft, ein Morelo Empire, Baujahr 18, der hat 17.000 Kilometer gelaufen. Ja, ja. Noch da Fragen? Kann man ja nicht über Sprit. Der steht ja mehr, als er fährt. Ja, die Autos stehen sich eher kaputt. Also die Reifen werden eher eckig, wenn die nicht ordentlich mit Luft aufgepumpt sind beim Wegstellen, als das jetzt irgendwie, die sind abgeschossen, die Gaskästen. Gaskästen sind so. Messebetrieb kommt langsam. Ist der auf eigentlich hin? Der müsste jetzt hin. Also vielleicht. Den hat man dann zugemacht, wahrscheinlich mit der Klappe, aber die andere Seite sollte doch dann jetzt offen sein. So, also kurz zur Erklärung, Donnerstag, Messebetrieb.
Wir filmen während der Aufbauarbeiten, deswegen darf auch keiner böse sein, dass mal irgendwas jetzt nicht kommt. Eine Besonderheit hier, die Garage riesengroß, belastbar bis 450 Kilo. Wir haben hier tatsächlich keinen Iveco Daily, wir haben hier einen Fiat. Genau, der hat einen Triebkopf von Fiat und hat hinten dran die Alco Tiefrahmen Chassis-Geschichte halt, also eine Fiat-Alco-Kombination. Heißt, wir haben hinten eine sehr breite Spurbreite und sehr niedrigen Tiefpunkt, deswegen haben wir auch die schönen Doppelböden mit unseren Staukästen halt drin und die Heckgarage ist mit echten 450 Kilo belastbar. Das steht natürlich bis 450 Kilo. Die Garage kann es. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt noch viele, viele andere Sachen mit ins Auto einbringe, es gibt immer noch mal was wie Achslasten, Vorderachse, Hinterachse. Also alles kann ich nicht. Also maximale Gewicht auslasten und dann noch mal die 450 Kilo hinten rein. Alles auf einmal geht nicht. Zentralelektrik bei jedem Karthago hier hinten rechts verbaut. Außendusche. Ganz wichtig, ich finde noch nicht mal die 450 Kilo so wichtig, weil da könntest du ja jetzt hier so eine BMW R18 Transcontinental reinstellen, die braucht nicht jeder im Urlaub, aber ist die Höhe hier, ne, mit 1,32 bzw. 1,45, das ist schon eine riesengroße Garage, wo ich einen Roller reinfahren kann und brauche keine Spiegel oder so abmontieren. Ne? Und ein Roller, 120, 130 Kilo hast du schnell, dann nimmst du noch meinetwegen... Sieht man hier schön mit dem Mountainbike, ist ein großer Rahmen, ja. Und das steht hier und da ist immer noch 30 cm Platz oben, ja. Könnten noch mehrere ineinander rein, aber wir werden jetzt mal schauen im Innenraum. Ja, gerne. Ich kann mich daran erinnern, 2 Jahre zurück ist hier ein komplettes E-Bike abhanden gekommen. Deswegen habe ich die Heckgarage mal wieder zugemacht. So, Chick E-Line i50 LE, längs Einzelbetten. Genau, richtig. So würden Sie das erwarten. Da vorne ist der Grundriss, können wir uns schon mal anschauen. Also längs Einzelbetten, wie du gerade schon gesagt hast, getrennte Dusche, deckenhoher Kleiderschrank, Badezimmer mit Waschbecken und Toilettenraum dementsprechend. Hier haben wir gegenüber haben wir die kleine Winkelküche und dann diese L-Sitzgruppe mit der kleinen Sitzbank und den 2 Captain Chairs, nenne ich sie jetzt mal, von vorne. Ja, hier sind wir dann schon mit der Ausstattung. Du siehst, das geht bei 166 los, was ich eben gesagt habe. Und dann mit der Ausstattung, die ganzen Pakete, die das Fahrzeug hat, bist du dann auch schon in Richtung 200. Ja, let's go. Und da geht auch natürlich noch mehr. Ne? So. AES-Kühlschrank ist mein absoluter Favorit. Immer mehr schaffen den ab. Nehmen einen Kompressorkühlschrank finde ich gar nicht so toll. Weil im Reisemobil muss ich das echt nicht haben. Die Geräuschbelästigung des Kühlschranks ist definitiv da. Dann hast du einen viel, viel höheren Stromverbrauch. Klar kann ich da wieder mit Autarkie dagegen arbeiten. Ich finde so ein AES-Kühlschrank, der macht, was er soll, nämlich er kühlt. Und der hat jetzt die Winterklappen drauf. Und ich sage jetzt mal, wenn man wirklich jetzt hier die Sonne draufstehen hat, klar, dann geht die Leistung etwas zurück. Aber wenn ich da nochmal mit einem Lüfter arbeite, im Regelfall, ich sag mal, 95% des Jahres komme ich da so mit zurecht, dass ich keinen Unterschied merke. Außerdem viele rüsten ja auch eine Kompressorbox nach. Einmal, wenn wir hier gerade sind. Doppelboden. Doppelboden, riesen Stauraum. Batterien sitzen hier vorne drunter. Der hat jetzt AGM-Batterien drin. 2 Stück, 80 Ah. Kann ich natürlich ausstatten, also A mit 3 oder mit dementsprechend Lithium-Batterien. 3 Stück gehen hier rein. Ja? Ist das viel Aufwand? Ist die Elektronik vorgerüstet dafür? Genau, das Ladegerät, was da drin ist, kann die Lithium-Batterien bedienen, muss halt einfach nur umgedippt werden und dann ist das überhaupt kein Problem. Hier habe ich nochmal einen Zentralknochen, wo ich den ganzen Wagen halt dementsprechend stromlos beschalten kann. Das ist jetzt gesperrt, weil das Auto im Messebetrieb ist, kann ich auch kein Licht mehr ein- und ausschalten. Das ist jetzt alles auf Messe schon geschaltet. Schön. Daneben ist nochmal ein kleines Staufach, kommt Mama einmal ganz schnell, damit die Zuschauer das gesehen haben. Auch das hier sehr, sehr praktisch. Kannst du Kabeltrommel reinstellen, schmutzige Schuhe, Hundetopf, Leinen, was auch immer. Und alle Fächer sind natürlich beheizt. Und jetzt schlage ich vor, gehen wir mal schnell in den Innenraum. Einverstanden? Gerne. Die Türe hat eine Breite von 63 cm. Du siehst, die läuft fast von alleine. Der hat jetzt die serienmäßig Türe drin. Da gibt es noch eine mit einem RFID-Chip, die dann auch eine elektrische Zuziehhilfe hat. Also so ein Soft-Close, wie man das aus den noblen Limousinen halt kennt. Das ist jetzt die Standardtüre. Sag mal, mit den Systemschließungen, wo es so praktisch so Schlüssel gibt, so Generalschlüssel, gibt es sowas wirklich? Also, dass du so einen Schlüssel hast, der für alles passt? Oder hast du für jedes Fahrzeug einen extra Schlüssel? Ja, es gibt tatsächlich für Karthago gibt einen Generalschlüssel. Okay. Aber den haben selbst wir Händler nicht. Den haben nur ganz, 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 ganz wenige Leute aus der Produktion bzw. aus dem Werk bei Karthago.
Ich selber habe schon 2000 Mal gefragt, habe gesagt, ich unterschreibe alle eidesstaatlichen Versicherungen auf der Welt, die es gibt. Nee, ich habe keinen bekommen. Es ist wirklich für uns Händler, wäre es eine Riesenerleichterung, wenn wir einen hätten. Aber ich verstehe das auch, dass das so ein streng gehütetes, ich sage es mal einfach, Geheimnis ist. Weil der Lauf des Schlüssels, der muss natürlich kontrollierbar sein. Und damit kannst du wirklich jeden Karthago aufschließen. Ist so. Die, ich sag mal, Triebköpfe, die drauf sind, haben unglaublich profitiert von dem neuen Fiat Ducato 8. Ja. Also das war ein richtiger Gamechanger. Er ist viel leiser geworden, er fällt sich viel automotiver. Absolut, ja. Und jetzt auch, ich sag mal, mit dem kompletten Infotainment-Paket drin, das heißt komplett digitalisierten Tachometer und auch das Navigationssystem, das macht schon einen sehr, sehr tollen Eindruck. Und ich weiß jetzt gar nicht, ist hier... Ja, ist noch ein Fiat 8 verbaut. Klar, logisch ist hier ein Fiat 8 verbaut, aber mit elektrischer Handbremse eventuell, weil wir haben eben ja schon mal eingesehen, da hatte schon eine elektrische Handbremse. Da habe ich mich ein bisschen gewundert. Und Keyless Go drin. Und Keyless Go hatte, den wir eben gesehen haben. Ja, genau. So, hier siehst du die wohl erwähnten Captain Chair. Was gibt es da für Optionen? Das hier ist jetzt Lederstoff? Teilleder Supreme nennt sich das. Du siehst, das Rückenteil ist halt dann jetzt dementsprechend noch aus einer Teilleder-Stoffkombination. Das Sitzteil ist komplett in Leder gefasst. Ich finde diese Kombination nicht dumm, weil man schwitzt ja gern im Rücken halt. Und so hat man halt eben im Rücken dann schon noch ein, ich sag mal, angenehmes Gefühl, weil halt Stoff im Rücken dann... Man sitzt straff drin. Also das ist auch eine wichtige Sache. Wenn du lange fährst, willst du viel Komfort haben, zwei Arme Armauflagen immer. Immer. Also alle Sitze bei uns haben diese Armauflagen, die bei Karthago dann auch mit dem jeweiligen Wohnraumstoff bezogen sind. Und du merkst ja selber, du sitzt gerade hier auf der kleinen Seitensitzbank und selbst die ist schön ergonomisch geformt. Also auch die Rückenlehne, auch wenn das die dünnste Rückenlehne ist, weil ja gleich dahinter der Auszug vom Quick-Up vom Fernsehgerät halt dementsprechend ist. Jetzt sind wir hier in einem 50er LE, also kein XL-Grundriss. Der hat ja den 32 Zöller drin, der auch dann mit der Hand manuell heruntergeschoben wird. Das geht aber auch absolut easy going. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Und den kann ich auch, wenn er hochgefahren ist, kann ich den einfach rausziehen und kann ihn halt dementsprechend nochmal im Winkel verstellen. Ne? Aber das muss überhaupt nicht. Dieser Alphatronic, du wirst ihn kennen, der hat so einen guten Einblickwinkel, dass du da, eigentlich braucht man den nicht raus. Also die Option hätte man weglassen können, glaube ich. Dometic, das neue Bedienpanel nimmt Einzug überall mittlerweile. Ja, genau. Das ist von dem Spannungswandler, den wir eben in der Heckgarage gesehen haben. Hier haben wir das CBE-Kontrollpanel, wo ich halt Flüssigkeitsstände, Wasserstände abrufen kann. Und hier dann für die Alde-Heizung das Panel verbaut ist in unseren Fahrzeugen, wenn Alde die 3020 HE. Und daneben, das ist dann für das elektrische Frontrollo, was vorne verbaut worden ist. Das hat auch eine Zulassung, damit man es eben auch als Sonnenblende benutzen darf. So, wir haben eine Tour nach Schweden vor. Warst du schon mal in Schweden? Nee, in Schweden war ich tatsächlich noch nicht. Finnland? Ich war in Norwegen, vor 2 Jahren war das. Würdest du dem Fahrzeug minus 30 Grad zutrauen? Ja, habe ich kein Problem mit. Ja, warum? Weil wir A, eine Alde-Heizung hier drin haben, B, haben wir diesen Klimaspeicher-Doppelboden. Das heißt, das ist auch nochmal ein Wärme- bzw. ein Kältepuffer. Also die Kälte, das zieht auch nichts außen. Zieht auch gar nicht hier raus. Wir haben alle Klappen mit einer Doppeldichtung versehen. Alle Stauräume ringsherum sind beheizt und nicht mit irgendwelchen Auszügen versehen, die, wenn ich die Schublade rausziehe, wo dann logischerweise keine Heizung halt drin ist. Und wir haben die Fahrzeuge halt von außen und innen mit Aluminium gebaut. Unsere Wände sind 38 mm dick und haben dementsprechend dann auch einen dementsprechenden Wärmeisolationswert. Und ganz, ganz wichtig ist, diese berühmte Kältebrücke bei vielen Wohnmobilen, wo die Kälte über das Fahrerhaus in den Innenraum hineinzieht, das schalten wir deswegen aus, weil vorne diese Gitter, die man da sieht, das sind keine Lautsprecher oder so, da sind, warte, ich mache mal Türe zu. Das sind keine Lautsprecher oder so, da sind Heizkörper drunter verbaut. Das Armaturenbrett wird im Winter richtig warm und beheizt. Und so ist diese Kältebrücke, die vorne über diese riesige Scheibe kommen könnte, ist dementsprechend ausgeschaltet. So, interessantes Gadget. Hier kann man sogar den Fernseher draußen lassen. Den könnte ich jetzt wieder hochziehen. Jetzt könnte ich ihn wieder hochziehen. Ja. Das Bett ist stabil. Das Bett ist absolut stabil, ja. Wir sind gerade 108 Kilo hochgetoren. Das funktioniert. Das ist auch vielen wichtig, die sagen, okay, ich schlafe, aber ich will nicht, dass der Aufbau dauernd schaukelt. Hier sind jetzt keine Hubstürzen drunter. Wenn wir uns bewegen, Auto wackelt nicht. Also das ist, habt ihr irgendwas modifiziert für die Messe? Nee.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Nein, ist alles serienmäßig, steht jetzt nur auf den Rädern. Ich vermute mal, dass da hinten die kleinen Wankstützen, die serienmäßig sind, dass die jetzt schon runtergedreht sind. Was sind das Wankstützen? Ist es wie beim Wohnwagen? Das sind diese, ja, genau. Ähnlich. Ach so, gibt's auch. Ja, das haben die serienmäßig drunter, unsere Fahrzeuge ab C-Line. Und das kann sein und das wird auch so sein, dass die schon rausgedreht sind. Ich bin der Meinung, in einem Fahrzeug ab dem C-Line sollte man sehr ernst über eine Hubstützenanlage nachdenken. Gut, kann man ja nachrüsten. Jetzt habt ihr neuerdings Nespresso habt ihr im Einsatz. Das Ganze kann man einfach hochdrücken. Da ist die Kaffeemaschine mit drin. Hier sind die Kapselhalter, die du auch gerne mal zeigst. Genau, so ist das. Oben nochmal die schönen Design-Tässchen halt dementsprechend drin. Dann hast du hier nochmal, ja genau. Die Schranktüren laufen auch mit über die Zentralfrin, genau wie das kleine Vitrinchen, was hier ist. Und hier der Auszug halt dementsprechend nochmal. Jetzt mal eine Frage, wenn du losfährst, wird automatisch aktiviert. Sobald ich den Motor starte, macht es klack. Und hier ist alles abgeschlossen, was ich gerade aufgezählt habe. Das kann ich aber, das ist dieses Klacken dann. Das kann ich aber auch über diesen Zentralverriegelungsknopf, kann ich das aktivieren oder deaktivieren. Genau. So, Lüfter mach ruhig mal an. Ja, mache ich genau, deswegen mache ich die gerade an. Hier ist nämlich gerade echt, steht die Luft drin. Aber Klimaanlage ist donnerstags im Messeaufbautag noch nicht an. Wollte ich gerade sagen, aber liebe Zuschauer, morgen, also am Freitag, wenn die Messe öffnet, ist also hier die Halle klimatisiert. Das macht man natürlich, heute stehen alle Hallentore offen, hier fahren Gabelstapler rein und raus. Ja. Macht überhaupt keinen Sinn. Genau, ja, große Dusche halt drin, also auch mit einer Regendusche drin und nochmal mit einer Handbrause jetzt hier für die Damen mit den langen Haaren oder gibt ja auch Herren mit langen Haaren, da ist das ja relativ wichtig. Und wenn ich die Dusche halt jetzt dementsprechend schließe, ist hier also wirklich viel Raum drin. Das Brett, auf dem ich hier gerade stehe, kann ich drin lassen, das ist verwitterungsfest. Das nehme ich nur einfach nach dem Urlaub, nehme ich das raus und reinige dann darunter nochmal, was da vielleicht so sich über so eine Duschperiode von 14 Tagen angesammelt hat. Und wenn ich die Raumteilertüre hier vom Toilettenraum geöffnet habe, habe ich damit auch den Raum nach vorne separiert. Vernünftige Keramiktoilette drin, wo man auch gescheit Platz hat und sagen wir, die Beine auch nicht da so angewinkelt hat. Das ist alles schon im Messebetrieb, hier geht kein Licht mehr an und aus, das ist extra so. Sag mal, ist das Erlebnis auf dem Klo in einem Wohnmobil vergleichbar mit bei dir zu Hause zum Beispiel? Du kannst ja Fragen stellen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, ob ich jetzt. Wenn jetzt solche Männer, die lesen auch mal gerne ein bisschen verbringen. Oder ich frage mal anders: Ist die Klohöhe gleich? Ist die Größe gleich? Ist es vergleichbar? Ja, oder? Also jetzt, die ist sicherlich vergleichbar. Also ich hätte jetzt nicht gesagt, ich sitze da höher oder tiefer oder so. Kann man im Stehen eigentlich das machen? Hast du das mal probiert? Nee, das habe ich noch nicht probiert. Also ich bin ein Sitz. Pinkler, glaube ich, nennt man die. Ja, und das wäre auch im Wohnmobil, glaube ich, selbst die Stehpinkler sollten im Wohnmobil, glaube ich, sitzen. Starke Besonderheit, Doppeltür mit Magnetslider, das ist eine Besonderheit. Genau, ich kann also hier auch nochmal den Toilettenraum separieren. Bitte nochmal vorsichtig zumachen, dass man sieht, die Tür hängt in der Tür und die wird dann quasi zusammen dann wieder geschlossen, wenn ich das habe. Aber so kann ich, wenn die Badezimmertür zu ist, vorne spielt der Skatverein oder Romy-Club, dann mache ich hier zu und mache nochmal zu und dann habe ich mein Klo vereinzelt. So habe ich mein Klo vereinzelt und so kann ich dann, stilles Örtchen nennt man es ja, im stillen Örtchen meine Geschäfte alleine machen. Genau. Kleiderschränkchen nochmal hier, auch Decken hoch halt dementsprechend. Da habe ich auch eine vernünftige Breite, sodass ich auch so auch in Schulterbreite was hinhängen kann. Hier unter den Längseinzelbetten sind dann nochmal weitere Kleiderschränke verbaut. Das kann ich natürlich, das Fußteil kann ich dementsprechend anliften. Da gibt es auch dementsprechend das passende Bettzeug dazu mit geteilten Spannbettlaken, dass ich jedes Mal das Bett komplett neu machen muss, wenn ich in den Schrank gewesen bin. Und das gleiche gibt es nochmal auf der anderen Seite mit einem dementsprechenden Ausschnitt in den Doppelboden rein. Und da sieht man mal diese Tiefe und wie tief unser Doppelboden ist. Das ist ja hier die Lauffläche, auf der wir gerade unterwegs sind. Und dann siehst du mal, wo unten die Grundbodenplatte ist, die auf dem Fiat bzw. Da unten, ich sehe schon, warte, Australien ist da unten. Ja, da unten ist Australien, genau. Wenn du hier immer weiter guckst, kommst du irgendwo links neben Sydney aus. So, also das ist extra tief. Du kannst da zum Beispiel Mantel, Jacken, lange Mäntel kannst du reinhängen, das geht. Whatever. Yeah. Whatever. Sag mal, warum sind hier diese Klettverschlüsse? Da kannst du sagen, an diesen Klettverschlüssen hängt hier oben das Polster nochmal. Siehst du? Ah, zum Reinigen. Ganz genau. Damit ich das abnehmen kann für Reinigungszwecke etc. Ne? Okay. Dann nochmal auch, ich halte das für ganz wichtig,
Ich habe bei jedem Karthago habe ich ringsum laufen so einen Matratzenschutz. Das heißt, die Matratze kann nicht bis an die Wand wandern. Der hält also die Matratze in einem gewissen Abstand. Und egal, ob jetzt Warmluftheizung im C-Tourer beispielsweise oder Warmwasserheizung im E-Line oder C-Line jetzt, da zirkuliert die warme Luft, die zirkuliert halt hier hoch und so strömt von unten frische Luft nach und so habe ich auch unter der Matratze eine Zirkulation von Luft. Wenn ich nicht so ganz gut zu Fuß bin, bin vielleicht ein bisschen gebrechlicher, man kann beide Matratzen benutzen zum Abstützen, hat breite Stufen, das Ganze lässt sich auch nach vorne rausschieben. Wenn ihr mir das mal gerade mal, warte mal, ich mache gerade hier die Tür auf. Nee, warte, ich habe die abgeschlossen. Hast du abgeschlossen? Ja, ich wollte mit dir mal ganz alleine sein. Oh, ich hatte auf den Gelegenheit gewartet, wo du mir in die Falle läufst. Ich krieg Angst. Ja. Warte, geh mal kurz zurück. Ja. Jetzt kannst du das hier rausziehen. Genau, du hast jetzt hier diesen Treppenlift, den kannst du also rausziehen, ja. Und das Brett entkoppelst du dann und dieses Polster, was wir da eben gesehen haben, kannst du jetzt hier einlegen. Dann hast du wirklich eine sehr, sehr große Liegefläche, wo man auch mal quer schlafen kann. Wenn du mal gerade zurückdrückst. Stopp mal, stopp, ganz wichtig, ich war noch nicht zu Ende. Ja. Und jetzt kannst du hingehen, wenn du jetzt an die Schränke möchtest, kannst du den Treppenlift auch wieder zurückschieben und kannst deine Schränke wieder öffnen. Das heißt, du musst nicht das Bett wieder zurückbauen. So, jetzt bist du dran. So, tu jetzt mal so, als wärst du ein bisschen gebrechlich. Bin ich. Und da mal ganz vorsichtig mal hochgehen und dann mit dem Poppes mal drehen, wenn du zurückkommst. So. Also, das heißt, hoch. So. Geh mal ganz langsam hoch. Und jetzt geh mal hoch. Und jetzt dreh mal ganz langsam den Poppes. Also das geht schon. Das heißt, das längste Einzelbett ist kompatibel, auch wenn ich nicht so gut zu Fuß bin. Ja, also da kommst du rein, glaube ich. Also ich meine, es ist immer eine Situation, ich bin jetzt 54 und tue, als wenn ich gebrechlich wäre. Wenn du vielleicht gebrechlich bist, sieht die Welt wieder anders aus. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man jetzt hier nicht reinkommt. Dass das Abdrücken versteift oder so, dann sieht die Welt anders aus. Ich habe das mal gemacht. Dadurch, dass du links und rechts diese Führungen hast durch das Bett, ist das eine ganz sichere Sache. Also Leute, bitte mal ausprobieren. Ich kann mir ja auch mit den Oberarmen helfen beim Runtergehen. Ich sag mal, viele haben ja tatsächlich im Alter und auch wenn sie je nachdem ein gewisses Gewicht mitbringen, in den Knien eher Probleme. Das ist das, was ich schon mal öfters höre von den Kunden. Und dann kannst du halt eben so das Knie dementsprechend entlassen und dann ist alles gut. Also ich glaube, das war jetzt gerade so eine richtige Praxisdemonstration. Ja, aber das ist vielen Leuten wichtig. Die sagen, komm ich da überhaupt rein in das Bett? Also jetzt nicht, dass wir euch irgendwie lustig machen sollen, sondern die Betten sind hoch, die sind höher als normale Betten. Unser Steuerberater, das ist so ein Bruchsche, ne? Der hat so, weiß nicht, 140, 150 Kilo. Die Knie von dem sind kaputt und der würde sich genau hier so abstützen und der ist auch gerade in der Findungsphase, Wohnmobil, ja oder nein. Na gut, ist ja jetzt Pflicht, ansonsten. Ja, ich glaube, wenn du in Rente gehst, ist ja mittlerweile, kriegst du dazu verschrieben, Wohnmobil, ne? Ich weiß nicht, irgendwo. So ist das. Zielgruppe hier, habt ihr Leute über, unter 30, die in Karthago kaufen? Ah, nee, unter 30 jetzt, ist mir jetzt keiner bekannt. Aber ich sag mal so, so Anfang, Mitte 40 geht es tatsächlich los. Was wir feststellen, eigentlich sagt man immer so, die Zielgruppe von uns ist 58 plus. Aber unsere Kunden werden auf jeden Fall jünger. Weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, weil Karthago auch so den Stil ein bisschen geändert hat, so in den letzten 2-3 Jahren. Wird ja jetzt schon durch beispielsweise jetzt hier auch wieder Linea Chiara wesentlich freundlicher und moderner, dass wir dadurch jüngere Leute ansprechen. Aber unter 30, ich meine, hier, wir haben es eben gesehen, 200.000 Euro, das ist ja auch echt kein Pappenstiel, aber andere sind genauso teuer. Also da, von daher, es gibt keine Schnäppchen. Ne? Statt den selbst ausgebauten VW-Bus dann doch lieber einen Chic E-Line. Beispielsweise. Ja. Und so. Meine Mutter sagt immer, jede Bank hat Geld. Gut. Andreas Marein, du bist nicht Wohnmobilverkäufer dein ganzes Leben lang, sondern du kommst aus einer ganz anderen Branche. Ja. Hast das sehr professionell vor 6-7 Jahren aufgezogen? 2014 war klar, was wir tun und 2015 haben wir dann offiziell exklusiv mit Karthago und Malibu in Aldenhoven einen Handelsplatz errichtet und sind innerhalb kürzester Zeit eigentlich der größte Europas geworden und mittlerweile sind wir immer noch einer der größten Europas, aber wir sind schon relativ groß. Also, du bist jetzt kein Budenschieber, der irgendwie da hergeht. Bei dir ist ganz wichtig Thema Vertrauen, Thema Service. Du investierst viel in Service. Unfallreparaturen, ja, das ist ja komplex bei solchen Fahrzeugen. Da kannst du nicht einfach irgendwas hinknauben, sondern das Ganze, knauben sagt man im Saarland, also fuschen sage ich jetzt mal. Das Ganze muss ja nach Herstellervorgaben servitiert werden. Ja. Du gehst gleich wieder auf Schulungen.
Ist das viel Aufwand auch für die Servicetechniker, weil jedes Fahrzeug doch ein bisschen anders ist? Also ich sag mal, für uns ist es nicht mehr so schwierig, weil wir kennen wirklich jeden Karthago in- und auswendig, weil wir machen nichts anderes wie Karthago und Malibu. Wir wissen genau, wo wir hinfassen müssen, und wenn wir einen Schaden sehen, wissen wir genau, welche Teile dahinter liegen oder anschließend sind, die eventuell mit in Mitleidenschaft gezogen werden müssen. Allerdings hat ja jedes Fahrzeug, was verunfallt ist, auch in der Regelfall eine Begleitung eines Gutachtens dabei. Auch da arbeiten wir nur mit den besten Sachverständigenorganisationen zusammen, die den Karthago mindestens genauso in- und auswendig kennen wie wir. Also ich halte es für wichtig, dass wir uns auch wirklich auf eine Markenwelt spezialisiert haben. Geht bei der Teilebevorratung los. Ich meine, in der heutigen Zeit hast du nicht mehr alles auf Lager. Das ist einfach so. Aber ich glaube, das war für uns die richtige Entscheidung, diese Ein-Market-Strategie dazu gehen. Ja. Ja, hier steht der Nächste. Vielen Dank fürs Einschalten. Marijn Caravaning. Wir sind heute am 25. August 2022 am Aufbautag, am letzten Aufbautag des Caravansalons in Düsseldorf. Vielen Dank, Andreas Marijn. Das Ganze in Aldenhofen, erkennbar auch bei den Verkäufern am Karthago-Stand mit den roten Schuhen und dem Malibu-Stand, Malibu-Van. Danke, tschüss. So, hier gleich auf.